Ich sag mal wieder einen wunderschönen guten Tag aus Dingisbühl. Ja, es ist Sonntagabend und ich habe heute alles Mögliche vorbereitet für die kommende Woche. Unter anderem haben wir auch hier unseren Platz, darum kann ich auch hier so gut stehen, von Wohnmobilen befreit. Warum haben wir das gemacht? Weil wir nicht weit von hier, da gehen wir jetzt dann gerade mal hin. Das ist nur die Straße hier runter. Wenn wir hier mal runterschauen, das ist unser Grundstück. Dann geht es hier entlang. Und jetzt laufe ich hier mal auf die andere Straßenseite. Und hier unten haben wir nämlich ein neues Grundstück angemietet, wo unsere ganzen Fahrzeuge stehen. Die ganzen Kundenfahrzeuge, unter anderem wird das Grundstück auch genutzt für unsere noch kommenden Neufahrzeuge. Ja, ihr seht schon, es waren immer mehr Wohnmobile. Das sind alles Kundenfahrzeuge, die, einer rauscht schnell durch wie ein Verrückter. Das sind alles Kundenfahrzeuge, wo Umbauten kriegen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist hier gleich ums Eck. Da geht es die Straße wieder hoch zu unserer Halle, wo wir dann auch unsere Werkstatt haben. Und der Vorteil ist einfach, dass jetzt unser Laden auch ein bisschen besser zu erkennen ist. Darum haben wir auch das Grundstück nur mit angemietet, weil wir einfach schlichtweg keinen Platz mehr haben. So. Und jetzt zeige ich euch noch, was wir hier drin so haben. Da ist unser Laden, klar, der Eingang, unser Tor. Und hier haben wir in unserer Halle schon wieder ein neues Fahrzeug stehen. Und zwar einen wunderschönen Westfalia-Kastenwagen, der jede Menge bekommt. Da fangen wir auch am Montag früh gleich an. Das ist die eine Baustelle. Gleichzeitig kommt am Montag nochmal ein Kastenwagen. Es ist Soundwoche, der auch noch ein Soundpaket bekommt von der Firma Kladen. Und das machen wir morgen auch noch. Da arbeiten wir dann an zwei Stellen. Und ja, was kriegt der schöne Kastenwagen hier alles? Also echt ein tolles Fahrzeug, gefällt mir optisch auch sehr gut. Was bekommt er alles? Ich habe hier schon vorbereitet. Ihr seht schon, also einmal bekommt er, hier steht nur eine, aber er bekommt zwei Lithium-Batterien mit je 150 Amperestunden. Dann bekommt er einen Ladebooster. Dann bekommt er eine Komplett-Solaranlage von der Firma Büttner mit 2x 110 Watt. Dann bekommt er ein MaxView. Er steht hier unten, hier sehen wir es halt, hier. Dann bekommt er ein Subwoofer und ein Kladen Soundpaket, sprich das sind für vier Ducato Plug-and-Play-Lautsprecher inklusive eines Verstärkers. Und dann bekommt er noch für die Türe, also sprich für die Hecktüre, hier diese Hecktürensicherung. Und auch für die Fahrertüre natürlich. Wie verbauen wir das Ganze? Dann kriegt er halt, stopp, dann kriegt er ja nur einen Wechselrichter. Der liegt noch nicht hier parat. Ein 1700 Watt Wechselrichter von der Firma Büttner. So, dann haben wir hier unten, sehen wir schon die alten Batterien drin. Und dann kriegen wir hier auf alle Fälle schon mal eine Batterie unter dem nächsten Sitz, beziehungsweise unter der Sitzbank kommt die nächste Batterie und hier haben wir Platz für einen Wechselrichter, den wir hier verbauen und unter dem Sitz ist auch noch Platz für einen Voitronic Ladebooster. Weil irgendwo müssen wir ja unterm Sitz auch noch den Subwoofer bauen, da werden wir den Fahrersitz nehmen,
weil hier unter dem Beifahrersitz ist kein Platz. Da sind die jetzt aktuellen zwei Akkus drin. Und ja, da müssen wir mal gucken. Und die Sitzbank, die funktioniert ein bisschen anders, weil das kann man auch als Bett umbauen. Die kann man vorklappen und da wird dann die nächste Batterie noch verbaut. Aktuell sieht es auf dem Dach ein bisschen anders aus, weil da ist noch eine auf dem Dach montiert. Das zeige ich euch noch schnell. Rox, gehen wir mal hier hoch. Genau. Aktuell haben wir hier eine Platte verbaut. Die machen wir runter. Und dann kommt hier wieder eine drauf von der Firma Büttner, eine Blackline. Und dann machen wir hier hinten, da passt die auch noch wunderbar drauf, eine von der Firma Blackline, von der Firma Büttner, die Blackline 72 Zellen. Und hier können wir es ja nicht mehr hermachen, weil da wäre es zu euch verschattet von der Satellitenschüssel, da macht es keinen Sinn. Da sind die auch schön weit auseinander und können sauber miteinander arbeiten. Und da nehme ich euch natürlich mit, da zeigen wir euch auch wieder das Ergebnis. Wie wir das alles verbauen, hoppala, wie wir das alles verbauen, wie das dann letztlich ausschaut. Und dann ist das Fahrzeug wirklich mega autark, weil dann natürlich dem Ganzen gar nichts mehr entgegenspricht. Auch mal freizustehen mit 300 Amperestunden Ladebooster, zwei Solarzellen, also dann hat man aus dem Kastenwagen wirklich effektiv was rausgeholt, wo richtig Spaß macht. So, das war ein kleines Infovideo, nur kurz und knackig zum Thema, was ich am Sonntag hier mache. Alles vorbereiten, damit unsere Mitarbeiter entsprechend gleich die ganzen Materialien hier schon vorab haben, damit die nicht lang zusammensuchen müssen, dann können die gleich loslegen. Und der eine Kunde, der steht einem Stellplatz weiter, der wo das Soundpaket kriegt, da werden wir dann auch gleich morgen früh loslegen. Und ja, so geht seine Dinge. Hier haben wir gleich die Zettel liegen, die Auftragszettel liegen, damit die Arbeiter auch wissen, was sie tun müssen. Und dann werden wir da gleich morgen früh loslegen. Meine Perspektive, also ich probiere gerade einen neuen Gimbal aus, weil der alte doch ein bisschen unhandlich war. Also ich muss sagen, da kriegt man in unserer kleinen Werkstatt tolle Bilder hin. Ja, in dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Das war nur ein kleines Video, was wir hier vorhaben die Woche. Und da hole ich euch auf alle Fälle die Woche wieder dazu. Und nochmals ganz lieben Dank für die ganzen tollen Abonnenten und Likes. Echt spitze. Und in dem Sinn, bis bald und einen schönen Sonntag. Tschüss.